Ist Liebe Vergnügen? Ist Liebe der Ausdruck von Verlangen? Ist Liebe die Erfüllung sexuellen Verlangens? Ist Liebe das Streben nach einem gewünschten Ziel? Die Identifizierung mit einer Familie, einer Frau, einem Mann? Ist Liebe etwas, das kultiviert werden kann? Wenn keine Liebe da ist, dann kann man es züchten, dann tue ich alle möglichen Dinge, um zu lernen, wie ich meinen Nachbarn lieben soll. Ist es das? Manchmal werden wir ermahnt, daran zu arbeiten. Ja, aber angesichts unserer bisherigen Unterhaltungen wäre das die Verneinung von Liebe. So, ist Liebe Vergnügen? Und das ist offensichtlich jetzt so. Es scheint dazu erniedrigt worden zu sein. Es ist tatsächlich so. Das nennen wir Liebe. Liebe zu Gott. Ich weiß nicht, was Gott ist, und doch muss ich ihn lieben. Und darum übertrage ich meine weltlichen Vergnügungen an Dingen, an Sex, auf eine höhere Ebene, die ich Gott nenne. Es ist immer noch Vergnügen. Was ist also Vergnügen in Beziehung zu Liebe? Was ist Freude in Beziehung zu Liebe? Was ist Freude? Das unbewusste Gefühl von Freude. In dem Moment, wenn ich die Freude erkenne, ist sie vorbei. Was ist die Beziehung von Freude, Genießen und Vergnügen zu Liebe? Wenn wir das nicht verstehen, werden wir nicht verstehen, was Liebe ist. Ja, ich habe Sie verstanden. Und sehen Sie, was gegenwärtig passiert. Liebe ist mit Sex. Mit sexueller Liebe, mit Liebemachen identifiziert worden, verstehen Sie? Das ist der eigentliche Sinn, Lovemaking, Liebe machen. Es ist eine schreckliche Sache. Es versetzt mir einen Schock, Liebe machen, als ob das Liebe wäre. Sehen Sie, ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese Art von Liebe, wie sie die westliche Zivilisation durch Kinos, Bücher, durch Pornografie, durch alle Arten von Werbung und Geschichten über die ganze Welt verbreitet hat, dass das Gefühl von Liebe mit Sex identifiziert wird. Sex, der im Grunde nur Vergnügen ist. Die ganze Glamour-Industrie basiert darauf. Kann also der Geist, wir müssen wieder zu diesem Punkt zurückkommen, kann der Geist das Wesen des Vergnügens und seine Beziehung zur Liebe verstehen? Kann der Geist, der dem Vergnügen nachjagt, ein ehrgeiziger Geist, ein wetteifernder Geist, ein Geist, der sagt, ich muss etwas aus meinem Leben machen, ich muss mich selbst und andere belohnen, ich muss konkurrieren, kann ein solcher Geist lieben? Er kann sexuell lieben. Aber ist sexuelle Liebe das Einzige? Und warum haben wir aus Sex eine so enorme Angelegenheit gemacht? Bände sind darüber geschrieben worden. Wenn dieses nicht sehr, sehr tief ergründet wird,
ist es auch nicht möglich, das andere zu verstehen. Wir können endlos darüber reden, was Liebe ist, was Liebe nicht ist, theoretisch. Wenn wir jedoch das Wort Liebe als einen Spiegel benutzen, um zu sehen, was innerlich geschieht, muss ich unweigerlich die Frage stellen, ob es Vergnügen in einer seiner vielfältigen Formen ist. Kann ein Mann in leitender Position, die er durch Streben, durch Aggression, durch Täuschung, durch Rücksichtslosigkeiten erreicht hat, kann er wissen, was Liebe ist? Kann der Priester, der andauernd von Gott redet, der begierig ist, ein Bischof zu werden, Erzbischof oder was auch immer seine Bestrebungen sind, der neben Jesus sitzen möchte, der an seiner rechten Seite sitzen will. Ja, kann also dieser Priester, der darüber redet, wissen, was Liebe ist? Nein. Er glaubt, er kann es in Bezug auf etwas, das man die höhere Liebe nennt, die auf einer Verneinung einer niederen beruht. Ja, aber das sind nur Worte. In diesem Konflikt kann keine Liebe sein. Dann ist also unsere ganze soziale, moralische Struktur unmoralisch. Ich finde, Sir, das alles ist erschreckend. Und niemand will es verändern. Im Gegenteil, Sie sagen, lasst uns weitermachen. Gebt dem Ganzen einen neuen Anstrich in verschiedenen Farben, macht es etwas angenehmer und lasst uns so weitermachen. Wenn also jemand wirklich interessiert ist, dahinter zu kommen, was es ist, das man Liebe nennt, muss er alles verneinen. Was bedeutet, dass er den Stellenwert des Vergnügens verstehen muss. Ob es nun intellektuelles Vergnügen ist, der Erwerb von Wissen als Vergnügen, der Erwerb einer Stellung zur Machtausübung, all das. Aber wie kann ein Geist, der trainiert, konditioniert und in dieser verrotteten sozialen Struktur anerkannt worden ist, wie kann er sich selbst befreien, bevor er von Liebe spricht? Zuerst muss er sich selbst davon befreien. Sonst reden Sie von Liebe und es ist eben nur ein anderes Wort, das keine Bedeutung hat. Wir scheinen besonders in der westlichen Kultur sehr sexgebunden zu sein. Einerseits fürchten wir uns davor, unglücklich zu sein, wenn wir sexuell nicht erfolgreich sind. Doch auf der anderen Seite konzentriert sich die ganze klinische, psychologische Geschichte genau auf die Krankhaftigkeit der Sexualität. Als wäre Sexualität fähig, uns durch ein Studium ihrer selbst davon zu befreien. Die Wechselbeziehung zwischen diesen beiden Aktivitäten, dem Wunsch erfolgreich zu sein auf einer Seite und der Notwendigkeit zu studieren, was mit dem Trieb los ist auf der anderen Seite, schafft eine Lähmung. Ja, Sie sehen also, dass Sex überall auf der Welt so außerordentlich wichtig geworden ist. In Asien verschleiern Sie es. Sie sprechen dort nicht darüber. Wenn Sie dort über Sex sprechen, ist das etwas Schlimmes. Und hier spricht man pausenlos darüber. Dort macht man es nicht, dort spricht man über gewisse Dinge nicht. Man kann im Schlafzimmer darüber reden oder vielleicht noch nicht einmal dort. Wenn ich in Indien spreche, sage ich es klar und deutlich. Sie sind dann ein bisschen geschockt, denn ein religiöser Mann sollte sich nicht mit solchen Dingen befassen. Er sollte darüber stehen. Ja, er steht darüber, aber er soll nicht darüber reden.
Warum ist Sex so wichtig geworden? Sehen Sie, letzten Endes ist Liebe die totale Abwesenheit des Ich. Die vollkommene Abwesenheit des Ich, meines Ego, meiner Ambitionen, meiner Gier und all dem, was das Ich ist. Vollkommene Verneinung alles dessen. Verneinung, kein brutales Leugnen oder chirurgischer Eingriff, sondern das Verstehen all dessen. Wenn das Ich nicht ist, ist das andere, ganz offensichtlich. Es ist so einfach. Wissen Sie, Sir, mir wurde erzählt, dass das Zeichen der Christen, das Kreuz, ein sehr, sehr altes vorchristliches Symbol ist. Es bedeutet das Auswischen des Ich. Davon hatte ich nie gehört. Das Auslöschen des Ich. Das Ich lösche es aus. Verstehen Sie? Ja. In einem nichtkirchlichen Bericht von Jesus wird geschrieben, dass er geäußert habe, dass ohne dein oberes nach unten und dein unteres nach oben, dein rechtes nach links und dein linkes nach rechts zu kehren, ohne die totale Umkehrung dessen, an das man gewöhnt ist, ohne eine Drehung von 180 Grad, komme man nicht in den Himmel. Was natürlich in dieser Ausdrucksweise dort drüben nicht erwartet wird. Er sagte genau, er komme nicht durch Beobachtung. Es sei nicht hier, es sei nicht da, es sei in uns. Oder wie man im Griechischen sagt, es bedeutet nicht in im Sinne eines Platzes, sondern es ist eine Erscheinung. Ja, wenn wir also die Frage der Liebe erforschen, müssen wir das Vergnügen untersuchen. Vergnügen in all seinen Variationen. Und seine Beziehung zur Liebe, dem Genießen von Liebe, wirklicher Freude, die niemals eingeladen werden kann, und ihre Beziehung zur Liebe. Wir sollten also lieber mit dem Vergnügen beginnen. Die Welt hat aus Sex eine riesige Sache gemacht. Und überall auf der Welt haben die Priester Sexualität geleugnet. Sie werden niemals eine Frau ansehen, obgleich sie innerlich vor Verlangen brennen. Sie schließen ihre Augen und sie sagen, dass nur ein Mann, der enthaltsam ist, zu Gott kommen kann. Sehen Sie die Absurdität einer solchen Behauptung? Demnach ist jeder, der sich sexuell betätigt, für immer verdammt. Dann müssen Sie sich eine Geschichte ausdenken, wie wir ihn sozusagen verfallen könnten. Dem Sex verfallen konnten oder die ganze Sache von der Jungfrau Maria, verstehen Sie, was alles eine Farce ist. Warum haben wir also Sex zu einer so fantastischen, romantischen und sentimentalen Angelegenheit gemacht? Ist es, weil wir intellektuell so verkrüppelt sind? Wir sind Menschen aus zweiter Hand, verstehen Sie? Ich wiederhole, was Plato, Aristoteles, Buddha und irgendjemand gesagt hat. Daher ist mein Geist intellektuell gesehen drittklassig. So ist er also niemals frei. So bin ich intellektuell betrachtet ein Sklave. Gefühlsmäßig werde ich romantisch. Ich werde sentimental. Und die einzige Flucht ist Sex, bei dem ich frei bin. Wenn die Frau oder der Mann zustimmen, wenn sie übereinstimmen, dann ist es der einzige Weg, die einzige Tür, die es mir ermöglicht zu sagen, um Gottes Willen, wenigstens hier bin ich frei. Im Büro werde ich schikaniert, verstehen Sie? In der Fabrik die Monotonie. Also ist Sex
die einzige Flucht für mich. Sehen Sie sich den Bauer in Indien und den armen Dorfbewohner an. Sex ist das Einzige, was Sie haben. Und Religion ist etwas völlig anderes. Da stimme ich zu, dass wir enthaltsam und all das andere sein sollten. Aber um Gottes Willen, lasst uns in Ruhe, wenn es um unser Vergnügen, unseren Sex geht. Wenn das also so ist, und es sieht so aus, dass wir intellektuell, moralisch und spirituell verkrüppelte, degenerierte Menschen sind, dann ist Sex das Einzige, das uns etwas Befreiung, etwas Freiheit gibt. Auf anderen Gebieten haben wir keine Freiheit. Ich muss jeden Tag ins Büro, in die Fabrik. Ich muss, verstehen Sie, und dreimal die Woche ins Kino und so weiter. Aber wenigstens hier bin ich ein Mann, eine Frau. So habe ich dieses also zu einer enormen Angelegenheit gemacht. Und wenn ich nicht sexuell bin, muss ich herausfinden, warum ich es nicht bin. Ich verbringe Jahre damit. Verstehen Sie, mein Herr? Bücher werden darüber geschrieben. Es ist etwas Widerliches, Dummes geworden. Und ebenso müssen wir im Zusammenhang damit herausfinden, was Enthaltsamkeit ist. Denn alle haben darüber gesprochen. Jede Religion hat gesagt, du musst enthaltsam bleiben. Und die Christen sagen, die Jungfrau Maria habe Jesus unbefleckt empfangen und geboren, verstehen Sie? Ich weiß nicht, ob Sie jemals die Geschichte über Buddhas Geburt gehört haben. Es ist dieselbe. Er ist auch nicht durch eine menschliche Beziehung empfangen worden. Sie wollen Sexualität nicht mit Religion in Verbindung bringen. Und doch brennt jeder Priester vor Verlangen. Aber sie sagen, du musst enthaltsam bleiben. Und sie legen das Gelübde des Zölibats ab. Ich habe ihnen die Geschichte von diesem Mönch erzählt. Und was ist Zölibat? Ist es da drinnen, in ihrem Herzen, in ihrem Geist? Oder ist es lediglich die Handlung? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, weisen Sie hier darauf hin, dass Sex zu einem Zweck gemacht wurde. Es ist ein Mittel, um etwas zu erreichen. Eine Routine, ein Beharren, eine Ermutigung, verstehen Sie? Ja, immer ein Ziel, das außerhalb der Handlung liegt. Daher kann es nie erreicht werden. Darum Konflikt und Wiederholung. Und darum, was ist also Zölibat? Ist es die Handlung oder der Geist, der unschuldig ist? Verstehen Sie? Es muss der Geist sein. Der unschuldige Geist. Was einen außerordentlich einfachen Geist bedeutet. Nicht die Einfachheit der Strenge und rücksichtslose Anerkennung eines Prinzips und so weiter. Das führt uns zurück zu einer früheren Unterhaltung, in der wir über das Verletztsein sprachen. Der unschuldige Geist würde niemals verletzt sein. Niemals und daher ein unschuldiger Geist, der sich kein Bild von der Frau, dem Mann oder der Handlung macht. Keine von diesen Vorstellungen. Das ist etwas Grundlegendes. Ich weiß, dass ich in unseren Diskussionen immer wieder Dinge erwähne,
die ich gelesen und studiert habe, weil ich damit den größten Teil meines Lebens beschäftigt war. Und das, was mich so tief berührt, ist, dass so viele Dinge, die über die Jahrhunderte gesagt und geschrieben wurden, eigentlich in dem Sinne hätten verstanden werden sollen, wie sie sie darstellen. Sogar in der Tradition der christlichen Theologie heißt es, dass der Fall des Menschen mit der Vorstellung begann. Und doch scheint mir das nicht korrekt verstanden worden zu sein. Wäre all dies richtig verstanden worden, befänden wir uns nicht in diesem immensen Konflikt. Die Christen haben die Sünde und all das zuerst erfunden. Man hat das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. Ich sehe, was Sie sagen. Kann also der Geist rein unschuldig sein? Die Frage ist nicht, kann der Geist ein Gelübde auf das Zölibat ablegen, dabei bleiben, während er brennendes Verlangen hat, verstehen Sie? Und neulich sprachen wir über Verlangen. Wir brennen vor Verlangen. Unser Hormonsystem ist voll davon. Unschuld bedeutet also einen Geist, der niemals verletzt wurde, der kein Image, kein Bild von sich selbst und seinen Begierden hat. Kann so ein Geist in dieser Welt existieren? Sonst gibt es keine Liebe. Ich kann endlos über Liebe zu Jesus, Liebe zu diesem, Liebe zu jenem sprechen, aber es wird so kitschig. Weil es Liebe zu etwas ist. Liebe als eine Handlung ist nicht dasselbe wie Liebe, die etwas erreichen will. Genau. Ist Liebe also Vergnügen? Ich kann nur sagen, dass Vergnügen keine Liebe ist, wenn ich das Vergnügen verstanden habe. Nicht nur wörtlich verstehen, sondern tief innen, seine Natur, seine Brutalität, seine trennende Eigenschaft. Denn Vergnügen ist immer trennend. Freude ist niemals trennend. Freude trennt niemals. Nur das Vergnügen trennt. Hören Sie einem Araber zu, wenn er über Öl, über Energie spricht, dann ist das sein Stolz, verstehen Sie? Und Sie sehen es in den Ministern, den Politikern, dieses Gefühl von Arroganz, von Macht. Und gleichzeitig sprechen Sie von Liebe. Aber es ist immer Liebe zu etwas. Natürlich, Liebe zu etwas. Ich weiß sowieso nicht, was Sie damit meinen. Es hat keine Bedeutung. Sie sagen, ich liebe mein Land und meine Liebe wird dich töten. Sie sehen also, wir müssen auch dieses Töten verstehen. Die westliche Zivilisation hat das Töten zu einer perfekten Kunst gemacht. Der Krieg, die Wissenschaft des Krieges. Sie haben es die ganze Welt gelehrt. Und wahrscheinlich sind die Christen die größten Mörder. Nach den Moslems. Und ich glaube, dass die wirklich religiösen, frühen Buddhisten keine Mörder waren. Sie sagten, tötet nicht. Ich muss Ihnen diese reizende Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Jahren in Ceylon und ein buddhistisches Paar besuchte mich. Sie sagten, sie hätten ein großes Problem. Wir sind praktizierende Buddhisten
Und sie sagten, wir töten nicht, aber wir essen Fleisch. Wie meinen Sie das, sagte ich. Er sagte, wir wechseln unsere Schlachter. Wir wechseln unsere Schlachter, darum sind wir nicht verantwortlich. Und wir mögen Fleisch. Ist das das Problem? Fragte ich. Nein, unser Problem ist, sollten wir ein bereits befruchtetes Ei essen, denn es enthält Leben? Wenn wir also von Liebe reden, müssen wir auch über Gewalttätigkeit und Töten sprechen. Wir töten, wir haben die Erde zerstört, die Umwelt verschmutzt. Wir haben Tier- und Vogelarten ausgelöscht, wir töten Seehundbabys. Sie haben das im Fernsehen gesehen? Ja, das habe ich. Wie kann der Mensch so etwas tun, damit irgendeine Frau diesen Pelz anziehen kann? Und der Mann wird zurückkommen und sagen, ich liebe meine Frau. Wir werden zum Töten erzogen. All die Generale, sie bereiten immerzu Methoden vor, um andere zu töten. Das ist unsere Zivilisation, verstehen Sie? Kann also ein Mann, der ehrgeizig ist, lieben? Nein. Nein. Darum Schluss mit dem Ehrgeiz. Aber Sie werden das nicht tun, denn Sie wollen beides. Und es bedeutet, unter keinen Umständen zu töten, kein Tier zu töten, um es zu essen. Ich habe niemals in meinem Leben Fleisch gegessen. Ich weiß nicht einmal, wie es schmeckt. Nicht, dass ich darauf stolz bin oder so etwas, aber ich könnte es nicht. Das Töten ist zu einer Industrie geworden. Tiere zu töten, um Menschen zu ernähren, verstehen Sie? Ja, richtig. Während Sie über Unschuld sprachen, kam mir in den Sinn, dass der unschuldige Geist ein ungeteilter sein muss. Ja, und nicht töten und lieben. Und zu versuchen, beides zu vereinen. Und dann alle Anstrengungen zu machen, mein offensichtliches Versagen, sie vereinigen zu wollen, zu vertuschen. Die Ungeheuerlichkeit dessen, was sie aufgedeckt haben, ist wirklich erschütternd. Und wenn es Ihnen recht ist, würde ich gern dabei bleiben. Ich habe sehr intensiv zugehört. Ihre so dringliche Aussage, all das in sich selbst zu beenden. Ist so radikal, dass sie eine Ernsthaftigkeit erfordert, die nichts mit Quantität zu tun hat. Tatsächlich wissen wir nicht, was es bedeutet. Die Beziehung zwischen Ernsthaftigkeit und Liebe ist mir hier zum Bewusstsein gekommen. Ja, Sir, wenn ich ernsthaft bin, werde ich niemals töten. Und Liebe wird dann zu wirklichem Mitgefühl, Leidenschaft, Mitgefühl für alles, Mitgefühl für alles.
wenn Sie sagen, dass man niemals tötet, wenn man liebt? Meinen Sie es im Zusammenhang mit dieser imagebildenden Handlung, mit der man nach Plan tötet? Ja, nehmen wir mal an, meine Schwester, ich habe keine, aber meine Schwester würde angegriffen. Ein Mann kommt und vergewaltigt sie. Ich werde in diesem Moment handeln. Meine Intelligenz, den ich liebe, hat Mitgefühl. Das Mitgefühl schafft diese Intelligenz. Und diese Intelligenz wird im selben Moment handeln. Wenn Sie mich fragen, was ich tun werde, wenn meine Schwester angegriffen wird, werde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich werde es dann wissen. Ja, ich verstehe das. Aber wir haben aus dem Plan eine Industrie gemacht. Ja, geplantes Töten. Neulich sah ich im Fernsehen eine enorme Interkontinentalrakete. Fertig zum Abschuss, um Gott weiß wen zu töten. Blindes Töten. Und die Amerikaner haben es, die Inder haben es, die Franzosen haben es, verstehen Sie? Müssen es haben. Ganz richtig, natürlich, man muss ja existieren. Kann also der Geist frei sein von diesem Drang zum Töten? Was bedeutet, kann der Geist von Verletzungen frei sein? Solange es Verletzungen gibt, ist er zu allen möglichen neurotischen Dingen fähig. Ist Verlangen Liebe? Aber wir haben das Vergnügen, das Verlangen zu Liebe gemacht. Ich verlange nach Gott. Ich muss etwas über Gott lernen. Sie kennen das alles. Gott ist meine Erfindung, mein Bild. Aus meinen Gedanken heraus habe ich dieses Bild geschaffen und bewege mich im Kreise. Ich muss auch wissen, was genießen ist. Ist das Genießen, die Freude, Vergnügen? Wenn ich ein gutes Mahl oder einen schönen Sonnenuntergang genieße, oder ich sehe einen wunderschönen Baum oder eine Frau oder sonst etwas, und wenn dieses Genießen nicht im selben Moment endet, wird es zum Vergnügen. Wenn das Denken, dieses Genießen, diese Freude in den nächsten Tag mit hinübernehmen und wiederholt haben möchte, dann wird es zum Vergnügen. Dann ist es kein Genießen, keine Freude mehr. Ich genieße und damit ist es zu Ende. William Blake hat auf eine sehr, sehr schöne Weise darauf hingewiesen. Und wie Sie wissen, wurde er als ein Verrückter betrachtet. Ich vermag die Worte nicht genau wiederzugeben. Aber ich glaube, ein Teil seiner kleinen Strophe heißt so: Derjenige, der die Freude im Fluge küsst, lebt, um den Sonnenaufgang der Ewigkeit zu sehen. Es ist die Freude, die er im Fluge küsst, nicht das Vergnügen. Und was Sie gesagt haben, ist, dass, wenn man sie nicht fliegen lässt, sie festhält, fällt man aus diesem Axt der Freude in diese endlose, sich wiederholende und am Ende traurige und langweilige Angelegenheit. Und ich denke, genau das passiert in diesem Land, ebenso wie in Europa und Indien, aber hauptsächlich in diesem Land. Das Verlangen muss sofort erfüllt werden. Das Lustprinzip, lass dich unterhalten und unterhalten. Das führt uns zu unserer letzten Unterhaltung zurück, als Sie darauf hinwiesen, dass jemand, der sich leer fühlt, gefüllt werden muss. Einsam nach etwas suchen, das wir Erfüllung nennen, sich vollkommen auffüllen.
und obwohl man dem Auffüllen des Ganzen seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Wie wir es schon in unserer Diskussion über Religion sagten, gelingt es uns nicht, wir werden es nicht schaffen. Es hat schon immer eine endlose Geschichte über den Versuch der Gedankenkontrolle gegeben. Wenn man nicht in Liebe beginnt, scheint es, dass man diesen Akt der Aufmerksamkeit nicht auf selbstlose Weise vollziehen kann. Dann wird man es nur auf selbstsüchtige Weise tun. Und darum haben Sie in einer unserer sehr frühen Unterhaltungen gesagt, dass der Anfang das Ende sei. Ja, der Anfang ist das Ende. Der erste Schritt ist der letzte Schritt. Der erste Schritt ist der letzte Schritt, ganz richtig. Ich habe in all unseren Gesprächen darüber nachgedacht, dass wir über eine Handlung sprechen, die all diesen ganzen erschreckenden, destruktiven Unsinn beendet. Das heißt, etwas zu tun. Was bedeutet all dieses zu sehen? Und Sie haben gesagt, dass das Sehen das Tun sei, die Handlung ist. So wie ich Gefahr sehe, handle ich. Ich sehe die Gefahr der Fortdauer der Gedanken hinsichtlich des Vergnügens. Ich sehe die Gefahr darin, daher beende ich es sofort. Wenn ich die Gefahr nicht sehe, mache ich weiter. Wenn ich die Gefahr des Nationalismus nicht erkenne, ich benutze das als sehr einfaches Beispiel, mache ich weiter. Morden, teilen, meine eigene Sicherheit suchen. Wenn ich aber die Gefahr sehe, ist sie beendet. Können wir hier für einen Moment Liebe mit Erziehung in Verbindung bringen? Als Lehrer bin ich sehr daran interessiert. Sir, was wir letzte Woche und jetzt diskutiert haben, ist Teil der Erziehung. Natürlich ist es das. Es bedeutet nicht, dass Erziehung einfach da ist. Es bedeutet, den Geist zu etwas anderem zu erziehen. Ich denke an den Studenten, der manchmal zum Lehrer kommt und sagt, ich muss einfach mein Leben ändern. Das heißt, manchmal trifft man einen Studenten, der die Nase voll hat, wie wir sagen. Die erste Frage, die er normalerweise an uns stellt, ist, was soll ich tun? Das ist natürlich eine Falle. Da ich Ihnen zugehört habe, erkenne ich das jetzt mit viel größerer Klarheit als vorher. Weil Sie einfach nach einer Methode suchen, wenn Sie das sagen. Wir sprechen nicht über eine Methode. Ich denke dabei an die Geschichte der Christenheit. Da gibt es die Frage, was man tun muss, um erlöst zu werden. Die Antwort ist, glaube weiter. Kommt diese arme Person mit der Bedeutung nicht weiter und endet im Glauben an den Glauben. Und das schlägt natürlich fehl. Der Student kommt und sagt, was muss ich tun? In unserer früheren Unterhaltung haben wir bereits den Punkt erreicht, wo der Lehrer und der Schüler zusammen sprachen. Wir machen das jetzt. Ich bin nicht Ihr Lehrer, aber wir machen das jetzt. Ich habe durch unsere Unterhaltung verstanden, dass das nicht Ihre Rolle ist. Aber ich muss gestehen, dass es sich ergeben hat, dass ich sehr viel gelernt habe. Es gibt hier zwei Dinge, über die ich mir Klarheit verschaffen muss.
und dafür brauche ich Ihre Hilfe. Einerseits, um diesen reinen Akt der Aufmerksamkeit zu vollziehen, brauche ich nur mich selbst. Ist das richtig? Nein, nicht ganz. Lassen Sie uns zuerst die Frage stellen. Die Frage ist, was habe ich in dieser Welt zu tun? Was ist mein Platz in dieser Welt? Zuerst einmal, die Welt ist ich und ich bin die Welt. Das ist eine absolute Tatsache. Und was soll ich tun? Die Welt ist korrupt, unmoralisch, sie tötet. Es gibt keine Liebe. Es gibt Aberglauben, die Anbetung von Idolen. Es gibt Krieg. Das ist die Welt. Was ist meine Beziehung dazu? Meine Beziehung dazu existiert nur, wenn ich das alles bin. Wenn ich das alles nicht bin, habe ich keinerlei Beziehung dazu. Ich verstehe das als Handlung. Als Handlung, nicht als einen Begriff, den ich davon habe. Richtig. Für mich ist die Welt korrupt, auf Töten eingestellt. Und ich werde nicht töten. Was für eine Beziehung habe ich zu einem Mann, der ein Seehundbaby tötet? Mein Gott, sage ich, wie können Sie so etwas tun, verstehen Sie? Ich möchte weinen deswegen, ich tue es. Wie können Sie diesen Mann erziehen oder die Gesellschaft, die so etwas geschehen lässt? Dann sollte ich vielleicht meine Frage umformulieren und sagen, wenn ich das tue, was immer schon getan worden ist, um diesen reinen Akt von Aufmerksamkeit zu vollziehen, bin ich nicht von der Welt getrennt, in der ich lebe, und die Welt ist nicht getrennt von mir. Und so betrachte ich es ganz und gar von einem anderen Standpunkt. Und das ergibt sich, weil in mir etwas ganz, ganz anderes arbeitet. Leidenschaft, Liebe, Intelligenz, all das arbeitet in mir. Aber es scheint hier zwei Möglichkeiten zu geben. Einerseits verlangt dieses Vollziehen des reinen Akts der Aufmerksamkeit nicht die physische Nähe zu einer Person, denn natürlich stehe ich immer in Beziehung, ob ich da bin oder nicht. Aber dann ist die zweite Möglichkeit, dass innerhalb der Unterhaltung, wie wir sie zusammen genießen, etwas eintritt, etwas stattfindet. Das heißt nicht, dass wir zusammen sein müssen, damit etwas stattfindet. Und es heißt nicht, dass wir allein sein müssen, damit es stattfindet. Daher haben wir festgestellt, dass etwas eintritt, das absolut jenseits all dieser Unterscheidungen von innen und außen, Sie da und ich hier ist. Ja. Sehen Sie, was stattfindet. Vor allem sind wir ernsthaft, sehr ernsthaft. Zweitens, wir werden das Töten, die Korruption einstellen. Das haben wir beendet. Wir stehen also allein. Allein. Nicht isoliert. Denn wenn der Geist all das nicht ist, ist er allein. Er hat sich nicht zurückgezogen, er hat sich nicht selbst abgeschnitten, hat nicht für sich einen Elfenbeinturm gebaut, er lebt nicht in Illusionen, er sagt, das ist falsch, das ist korrupt, ich werde das nicht berühren. Psychologisch meine ich, innerlich, psychologisch werde ich das nicht berühren. Darum ist ein solcher Mensch vollkommen allein. Und er sagt es inmitten all dieser traurigen Gegebenheiten. Wenn er allein ist, ist er daher rein. Darum kann Reinheit in Millionen Stücke zerteilt werden und bleibt doch immer rein.
Es ist nicht meine Reinheit oder ihre Reinheit. Es ist Reinheit. So wie reines Wasser. Es bedeutet auch unversehrt, ganz. Das bringt uns zum Sanskrit zurück. Dies ist voll, das ist voll. Fülle entspringt aus der Fülle. Es ist schade, dass die englische Sprache nicht so melodisch ist wie der Sanskrit. Sehen Sie, es ist sehr interessant, was aus dieser Unterhaltung alles entstanden ist. Tatsache ist, wir haben Angst, allein zu sein. Das heißt, wir haben Angst, isoliert zu sein. Aber jede Handlung, die ein Mensch tut, isoliert ihn von sich selbst. Sein Ehrgeiz isoliert ihn. Wenn er nationalistisch ist, isoliert er sich selbst. Wenn er sagt, das ist meine Familie, isoliert er sich von sich selbst. Ich will mich verwirklichen, wiederum Selbstisolierung. Wenn Sie all das verneinen, nicht gewaltsam, sondern die Dummheit all dessen sehen, dann sind Sie allein. Und darin liegt unendliche Schönheit. Und darum bleibt diese Schönheit immer allein, auch wenn Sie sie überall hin verbreiten. Das ist also die Qualität von Leidenschaft. Aber Leidenschaft ist kein Wort. Sie geschieht, sie kommt mit der Intelligenz. In dem Moment, in dem meine Schwester angegriffen wird, wird diese Intelligenz mir vorschreiben, was zu tun ist. Aber es ist keine Intelligenz, wenn Sie fragen, was werden Sie tun, wenn? Eine solche Frage und die Antwort darauf sind unintelligent. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Aber es ist keine Intelligenz zu sagen, ich werde mich darauf vorbereiten, all diese Leute, die meine Feinde sind, zu töten. Die Armee, die Marine, was die souveränen Regierungen tun. Liebe ist also etwas, das wirklich rein ist. Reinheit ist die Qualität von Alleinsein und darum niemals verletzt. Es ist interessant, dass man in dieser einen Handlung weder sich selbst noch einen anderen verletzt. Es ist eine totale Enthaltung von Verletzen. Ja, warten Sie einen Moment. Angenommen, ich hätte Ihnen all mein Geld gegeben, weil ich Ihnen vertraute. Aber Sie werden mir das Geld nicht zurückgeben. Ich sage bitte, geben Sie mir ein bisschen davon. Sie machen das nicht. Was soll ich tun? Was ist jetzt die intelligente Handlung, verstehen Sie? Die Handlung der Zuneigung, die Handlung der Leidenschaft, die sagt, was werde ich tun, verstehen Sie? Ein Freund von mir befand sich während des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz. Er hatte sehr viel Geld. Und aus der Kindheit hatte er einen sehr guten Freund. Und zu diesem Freund sagte er, dass er in der nächsten Minute wegen des Krieges das Land verlassen müsse. Er nahm also all sein Geld und sagte, hier, mein Freund, bewahre es für mich auf. Ich werde zurückkommen, wenn der Krieg vorbei ist. Er kommt zurück und sagt, bitte gib mir mein Geld. Der Freund sagt, welches Geld? Verstehen Sie? Was soll er tun? Nicht theoretisch. Sie befinden sich in dieser Lage. Sie geben mir etwas. Sie vertrauen mir etwas an. Und ich sage, ja, ganz richtig. Sie haben es mir gegeben, aber das können Sie sich in den Schornstein schreiben. Was ist Ihre Verantwortung? Einfach weggehen? Nein, wenn es eine Methode gäbe, es zurückzubekommen, dann würde man sie im selben Moment ergreifen. Intelligenz würde eingreifen. Ja, das ist es, was ich sage. Liebe ist nicht Vergebung.
Ich vergebe und gehe weg. Liebe ist Intelligenz. Und Intelligenz bedeutet Empfindsamkeit. Einer Situation gegenüber empfindsam sein. Und wenn Sie empfindsam sind, wird Ihnen die Situation sagen, was zu tun ist. Wenn Sie unempfindsam sind, wenn Sie bereits entschieden haben, was Sie tun wollen, wenn Sie schon verletzt sind durch frühere Handlungen, findet eine unempfindsame Handlung statt. Natürlich. Das wirft sehr, sehr interessante Fragen auf über das, was wir unter Gewissen verstehen. Und das Wort Gewissen scheint mir eine erstaunliche Menge von Missverständnissen bewirkt zu haben. Deshalb müssen wir erforschen, was Bewusstsein ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Zeit dafür haben. Wir werden es morgen an einem anderen Tag tun. Was ist Bewusstsein und was ist Gewissen? Und was ist es, das uns sagt, was zu tun oder nicht zu tun ist? Bewusstsein in seinem Verhältnis zu Beziehung ist etwas, das ich gerne mit Ihnen ergründen würde. Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren in der Schule von der Behauptung eines amerikanischen Denkers, ich glaube, er hieß Montague, gefesselt war. Er sagte, Bewusstsein, Consciousness, sei sehr falsch verstanden worden, weil man gedacht habe, dass es so etwas wie Justness im Englischen gäbe. Es gibt so etwas wie Justness nicht im Englischen. Wir müssen das Con dazu bringen, das Miteinander, die Beziehung. Und ohne das geht es nicht. Ich hoffe, dass wir das in unserem nächsten Gespräch erforschen können.